Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich ja gesagt habe, wir müssen nur drei Artikel durchsprechen, die ich im Internet gefunden habe. Also ja, Pressemeldungen, wenn man so möchte. Und zwei davon habe ich ja bei meinem Lager im Wald mit euch durchgekaut und eine wäre noch übrig und die ist tatsächlich auch ein bisschen ausführlicher und da muss man ein bisschen mehr zu sagen. Da hatte ich dann im Wald keine Lust bzw. keine Zeit mehr und wollte mir lieber Raclette machen. Habt ihr ja vielleicht eventuell gestern gesehen, wenn ihr fleißig regelmäßig meinen Krempel verfolgt. Aber jedenfalls, das dritte Ding, was wir noch durchkauen müssen, ist der Jäger, der nicht jagen wollte, nennt sich der entsprechende Artikel, der im Übrigen, wie ich finde, hervorragend geschrieben ist und ja, schon etwas kurios, weil da geht es darum, also ich verlinke euch das Teil natürlich wieder in der Videobeschreibung, aber grob geht es darum, dass da ein Jäger, der eine Eigenjagd hat, also schon einen großen zusammenhängenden Wald, der dann wahrscheinlich auf ihm selbst gehört oder zumindest seiner Familie, ja, dass der nicht damit einverstanden ist, wie viel Wild er denn erlegen soll. Und ja, jetzt hat er entsprechend geklagt, weil er weniger Wild erlegen möchte. Und das nimmt ein wenig, na, sagen wir mal, kuriose Ausmaße an, entsprechend vor Gericht. Und ich finde den Artikel, wie gesagt, auch sehr gut geschrieben. Und der ist auch, finde ich, relativ gut auch neutral geschrieben, dass der Mann da nicht als völliger Spinner hingestellt wird. Zumindest steht das dann irgendwo. Und tatsächlich ist es auch so, dass, ja, okay, viele Kollegen ihn wahrscheinlich als entsprechenden Spinner abtun werden, aber grundsätzlich ist es nicht verkehrt, mal die Diskussion zu führen, inwieweit, ja, wie viel Wild denn ein Jäger denn jetzt nun überhaupt jagen muss. Und das möchte ich jetzt gerne eben mit diesem entsprechenden Video in Verbindung bringen und würde vorschlagen, dass ihr erstmal den entsprechenden Artikel euch durchlest, den ich euch verlinkt habe und ja, dann vielleicht weiterschaut. Ist, glaube ich, sicherlich am sinnvollsten. Ah, mir fällt eine gute Alternative zur Wartemusik ein. Eine Sekunde. So, haben wir das auch. So, ja, also folgendermaßen. Wahrscheinlich ist der zum Scheitern verdammt mit seinem Prozess, den er da anstrebt, weil es natürlich jetzt schon ein wenig gewagt ist, der entsprechenden forstlichen Kompetenz, die da sagt, da ist Verbiss, du musst mehr Rehe totschießen und mehr Gämsen totschießen und neben Rotwild und Gämsen waren es, glaube ich. Ja, dagegen die entsprechende Behörde zu klagen, die sagt, das ist so als stinknormaler, in Anführungszeichen stinknormaler Jäger und halt eben Waldbesitzer, das ist ein bisschen gewagt, weil die Behörde hat eben die entsprechende Kompetenz dieser Waldbesitzer und Jäger da wahrscheinlich halt eben nicht so, wird das Gericht, denke ich mal, feststellen und ich muss auch sagen, hoffe ich mal, dass die das feststellen werden, weil ja, wenn man der entsprechenden Fachbehörde da in solchen Fragestellungen eben nicht glauben kann, dann wäre ja irgendwas ein wenig eigenartig. So, ansonsten, und jetzt dröseln wir mal die einzelnen Argumente von dem guten Mann noch ein bisschen auf. Und zum Teil muss man auch wirklich sagen, das kann man durchaus mal kritisch hinterfragen. Nicht aber die Sache mit dem Auerwild und dem Adler. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, wie der Mann sein Argument da entsprechend meint, und vielleicht hat er es ja anders gemeint, das weiß ich nicht. Ich kann ja nur so sagen, wie ich es jetzt verstanden habe. Also ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber sollte er es so gemeint haben, dass der Adler automatisch Auerwild frisst, sobald er ein bisschen weniger Gämse antrifft,
dann ist das natürlich viel zu einfach gedacht und eine viel zu simple Schlussfolgerung. So einfach funktioniert das Ökosystem nämlich nicht, dass man sagt, ja, der Adler, der frisst bloß Gämse, solange die ganz viel da sind, und sobald davon nicht mehr ganz, ganz, ganz so viele da sind, da frisst er dann grundsätzlich Auerwild. Das ist Schwachsinn. Also, nee, so einfach funktioniert das natürlich nicht. Das sollte auch jedem klar sein, der sich mal so ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Und jetzt muss man noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie das mit dem Auerwild eigentlich ist. Auerwild hat deutschlandweit, soweit ich weiß, eine einzige so richtig, richtig stabile Population, die überhaupt nicht gefährdet, ja, vergleichsweise überhaupt nicht gefährdet ist und sich wunderbar reproduziert. Und die ist im Nordschwarzwald, größtenteils auf dem Gebiet des jetzt auch Nationalparks Schwarzwald. Alle anderen Populationen von Auerwild, die es so gibt, und die nächste große, bei der man schon so ein bisschen gucken kann, ja, das könnte noch mal was werden, dass die eine Weile erhalten bleibt, ist meines Wissens die Alpenpopulation, also die Bayerische Alpen. Und in denen befindet sich, soweit ich das jetzt irgendwie richtig räumlich zuordnen konnte, auch eben der entsprechende Wald, wo der entsprechende Herr hier seine Gamsen nicht schießen mag, weil das muss ja ein Bergwald sein, sonst gäbe es da auch gar keine Gamsen. Die gibt es zwar zum Teil auch noch in Mittelgebirgen, aber in so großer Stückzahl, dass sie wirklich auch geschossen werden müssen und auch zum Problem werden können, wenn sie dann nicht geschossen werden. Das gibt es bloß in den Bayerischen Alpen, solange wir uns noch in Deutschland befinden eben. So, jetzt ist es natürlich schon eine gute Idee, jetzt den Auerhahn rauszuholen als Argument. Also ich sage jetzt in Zukunft einfach Auerhahn, das ist gebräuchlicher für Autonormalverbraucher. Auerwild wäre ja die korrekte Bezeichnung in der Fachsprache. Und Auerhuhn wäre dann auf Deutsch. Schlicht und ergreifend das Auerhuhn. Also das schließt dann Henne und Hahn eben mit ein. Da aber der prominente Vertreter der beiden Geschlechter definitiv eben der Hahn ist, ist es in meinem Sprachgebrauch Auerhahn die Bezeichnung, die ich da am liebsten verwende. Deswegen so. Ja, jetzt ist es halt eben mit der Alpenpopulation so, dass man da schon so ein bisschen intermediär dazwischen, so ein bisschen zwischen den Stühlen hockt, finde ich. Weil die ist stabil genug, um Hoffnung zu machen, dass sie mal richtig stabil wird. Spricht irgendwelche Maßnahmen, die der Auerhahn-Population in den Brandalpen eben entsprechend helfen sollen, machen aus meiner Sicht schon irgendwo Sinn, weil es da durchaus Chancen gibt, dass das funktioniert. Es gibt noch andere Auerhahnbestände in Deutschland, bei denen man sagen muss, ja, das ist relativ schwierig. Und vielleicht eben den enormen Aufwand, den man da betreiben muss, nicht wert, weil es wahrscheinlich sowieso nicht funktioniert. Also meiner Meinung nach. Und auch eben der Meinung vieler anderer Leute auch zum Teil, weil man ja auch dann sehen kann, da gibt es auch keine Bemühungen, da jetzt eine Wahnsinnskampagne zu fahren, um an der entsprechenden Stelle jetzt unbedingt 5 Auerhühner entsprechend am Leben zu erhalten. Aber ja gut, in den Alpen, wie gesagt, da könnte es klappen. Es ist immer noch schön fragwürdig, weil sie da halt auch oft gestört werden und die entsprechenden Waldstrukturen, die ein Huhn, Hahn, ach Gott, ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin jetzt durcheinander mit den Begrifflichkeiten. Braucht, sind da großflächig zumindest oft nicht vorhanden. Denn das ist ein Vogel, der, wie der Mensch auch korrekt in dem Artikel auch durchaus sagt, unser Jäger, der nicht jagen will, das ist ein Vogel, der offene Landschaften braucht. Der braucht am besten so einen Mix aus relativ alten, lichten Waldstrukturen und ja, deutlichem Offenland, wo also jetzt nicht groß hatte ich viele Bäume rumstehen. Liegt unter anderem daran, dass er einzelne Schlafbäume braucht. Der pennt auf dem Baum, da fliegt er dann hoch, hockt sich da auf den Ast und ja, schläft da dann halt eben. Da mag er Bäume, die gerne, die ein bisschen einzeln stehen, wo er die Umgebung gut einsehen kann, wo man vielleicht auch nicht vom Nachbarbaum zu seinem Baum rüberspringen kann. Das ist alles noch so ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, habe ich mal gehört. Dann muss man natürlich noch sagen, vor allen Dingen auch aus Ernährungsgründen kann so ein Auerhahn nichts mit einem super dichten
dichten Wald, wie ihn der Förster tendenziell gerne haben möchte, weil man da natürlich eben besser Holz machen kann und mehr Holz auf die Fläche bekommt und demzufolge da auch mehr Geld rumsteht. Mit so einem Wald kann der Auerhahn auch nicht so viel anfangen, denn seine Hauptnahrungsquelle, zumindest wenn er ein adulter Vogel, also ein Ausgewachsener ist, sind Heidelbeeren oder Blaubeeren oder Preiselbeeren, aber im größten Teil ist tatsächlich Blaubeeren und im Winter deren Knospen. Heißt, davon muss es so richtig, richtig, richtig viel geben und davon wächst nicht so richtig, richtig, richtig viel, wenn wir es mit einem sehr dicht geschlossenen Wald zu tun haben. Noch ein Grund für lichte Waldbestände. Interessant ist übrigens auch, dass so ein Auerhahn scheinbar gerne Vorstraßen oder Wege im Wald oder Schneisen im Wald, zum Beispiel auch Rückegassen, verwendet, um sich da dann trocken zu laufen, wenn er mal nass geworden ist. Dann breitet er die Flügel so halber aus und rennt dann quasi diese Gasse entlang, um halt trocken zu werden, hat man schon beobachtet und vermutet, dass das diese entsprechenden Gründe haben könnte. Ist natürlich nur eine Beobachtung und die entsprechende Vermutung jetzt auch noch nicht unbedingt so empirisch abgesichert. Dieses Auerhahn-Argument wird auch gerne verwendet, wenn man Vorstraßen im Gebirge anlegen möchte. Deswegen ist es da ganz interessant, wenn man dann sagt, ja, man baut die Straße ja auch, um den Auerhahn einen Gefallen zu tun, damit er auf der Straße entlang rennen und sich trocken rennen kann. Und generell wird der Wald dadurch natürlich etwas aufgelichtet. Und auch im Rand der Straße wachsen mehr Heidelbeeren und die Habitat, ja, und das Habitat für den Auerhahn wird dadurch besser. Und tatsächlich kann das dann gelingen, wenn man das entsprechend gut argumentiert, dass man dann noch staatliche Zuschüsse zum Straßenbau bekommt. Und ja, das lohnt sich halt eben, wenn die Straße mit, sagen wir mal, 50%, 60% oder gar 70 oder 80% noch vom Freistaat zusätzlich gefördert wird oder vom Bund. Das weiß ich jetzt nicht, wer da das Geld dazu gibt, aber das sind dann halt schon Summen, die da eine gewisse Rolle spielen. Aber das nur mal so ganz am Rande angemerkt. Jo, jedenfalls, der Auerhahn ist auf jeden Fall doch durchaus ein Politikum in dem Gebiet und man kann schon wirklich relativ gut mit dem Auerhahn eben argumentieren, Beispiel eben auch mit der Vorstraße, dass man irgendwelche Maßnahmen im Wald eben tut oder nicht tut. Deshalb ein cleverer Schachzug. Generell nur das Argument mit dem Adler, der dann eher den Auerhahn frisst, das ist natürlich Quatsch. Jedoch bringt er ja sehr wohl auch das Argument mit dem offenen Wald eben, wo das Wild ja schön die Bäumchen runterknuspert und das verhindert halt eben, dass da alles so zuwächst und verbuscht. Ja, das will er ja verhindern eben dadurch, dass er da hohe Wilddichten zulässt oder aus seiner Sicht richtige Wilddichten. Interessant ist auch das Argument, dass er sagt, dass er ja durch den Verbiss das Laubholz zurückhalten möchte, das böse, schädliche Laubholz. Und da kann man auch so ein bisschen erkennen, was für ein Typ Waldbauer, also Waldbewirtschafter, der Mann möglicherweise sein könnte, dass er nämlich eben noch so ein wenig von der alten Schule ist und Laubhölzer generell für böse hält und grundsätzlich das gute Nadelholz ja die viel bessere Alternative ist. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass man sehr wohl Nadelholz als die natürliche Baumart ansehen kann, wenn man weit genug oben ist im entsprechenden Bergwald. Der da in den unteren Bereichen tatsächlich noch auch aus Buchenwald besteht, wie fast überall in Deutschland, also natürlicherweise, wenn man nichts anderes hingepflanzt hat, dann kommt im Regelfall ein wenig Tanne dazu, geht in einen ja fast reinen Tannenwald mit vereinzelten Buchen und dann schon ersten Fichten über und dann kommt ein Fichten-Tannenwald, wo dann tatsächlich eigentlich kein Laubholz mehr drin ist. So in ganz typischer Abfolge. Da gibt es regional allerdings natürlich nochmal Unterschiede. Trotzdem eine Dominanz des Nadelholz hoch oben im Bergwald, das ist durchaus so vorgesehen und das ist die natürliche Bestockung. Da gibt es dann auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Trotzdem muss man nicht extra dafür sorgen, dass das Laubholz zurückgedrängt wird. Das bisschen an Laubholz, was da dann noch aufkommt, bereichert die Biodiversität, liefert nochmal einen gewissen positiven Effekt auf die Bodenfruchtbarkeit übrigens auch und ja, ist eigentlich wirklich nur eine Bereicherung. Also sämtliche Maßnahmen, um in einer entsprechenden Höhenlage dann das Laubholz noch extra zurückzudrängen, sind Käse. Kommen wir nochmal zu dem Argument mit dem Auerhahn. Wenn man jetzt sagt,
das wäre ja so gut, wenn der Wald da offen gehalten wird für den Auerhahn, dann mag das durchaus unter Umständen sogar stimmen. Aber wenn der Wald offen gehalten wird, hat das eben nicht nur den positiven Effekt für den Auerhahn, sondern auch noch einen Haufen negative Effekte für so ziemlich alle anderen. Es handelt sich nämlich bei besagtem Wald, in dem der Mensch da rumspringt, wohl größtenteils um eine Hanglage, soweit ich das jetzt rausfinden konnte. Das müsste man sich natürlich noch genauer angucken, aber jetzt gehen wir mal spaßeshalber einfach davon aus, das wäre so. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn beim Hang der Wald fehlt, dann fehlt irgendwann auch der Boden. Der neigt nämlich ab einer gewissen Steilheit des Hanges durchaus dazu, dann runter ins Tal zu fließen. Das kann sehr langsam passieren. Per Soliflexion übrigens heißt das dann, Boden fließen. Kann aber auch durchaus sehr, sehr, sehr schnell in Form eines Murengangs passieren, wo dann wirklich gewaltige Erdmassen quasi als Matschlawine, wenn man das so nennen möchte, ins Tal runterbrettern und dort dann erstens mal Straßen zuschütten, Gleise zuschütten und natürlich auch ganze Ortschaften theoretisch unter sich begraben können. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sich jetzt genau dieser Punkt befindet, an dem das hier jetzt der Fall wäre, ob da wirklich eine Ortschaft oder irgend sowas bedroht ist. Jetzt sagen wir mal, das wäre nicht der Fall. Dann haben wir aber immer noch das Problem, dass wenn der Boden weg ist, da natürlich dann auch irgendwann überhaupt nichts mehr wächst. Und gerade in Landschaften, die lange brauchen, um neuen Boden aufzubauen, neuen Humus auch aufzubauen, ist das ein sehr großes Problem, weil so schnell kriegt man da überhaupt keinen Wald mehr eben entsprechend hingepflanzt. Stattdessen hat man dann so eine richtig schöne Schneise, die dann natürlich logischerweise da eigentlich auch das Ganze nochmal schlimmer macht, weil die wird dann ja immer mehr ausgewaschen, wenn es da entsprechend reinregnet. Entsprechend mehr Boden vom Rand wird weit mitgerissen. Und diese Schneise wird immer breiter und immer breiter. Und das bietet sich selbstverständlich auch an, dass da dann auch wunderbar Lawinen und eben entsprechende Schneemassen im Winter auch runterkommen können. Also wenn man unten im Tal die Straße meinetwegen wieder freigeräumt hat, kann man sich relativ sicher sein, dass da relativ bald wieder noch was Neues hinterherkommt und die Straße eben wieder voll ist. Jetzt kann man natürlich mechanische Lawinenschutzverbauung oder auch Murengangverbauung da entsprechend anbringen, irgendwelche Stahlgerüste an die Berge. Bergwand hauen und so weiter und so fort. Aber erstens mal sehen die scheiße aus und zweitens sind die unendlich teuer. Die billigste Variante, um einen Hang zu stabilisieren, dass vom Hang nichts runterkommt, ist immer noch der Wald. Selbst wenn man da entsprechend viel Aufwand betreiben muss, um einen solchen Wald dann zu bewirtschaften, weil das halt eben nicht ganz so einfach ist bei so einem Hangwald. Allein schon die Tatsache, dass man da nicht einfach zu jedem Baum hinfahren kann, weil man da einen solchen Hang hochfahren müsste. Und wenn man sich dann quer zum Hang stellt, purzelt man runter, je nachdem, mit welcher Maschine man da halt eben entsprechend unterwegs ist. Heißt, man muss da relativ viel mit Seilkränen arbeiten oder eben mit Maschinen, die dann noch zusätzlich am Seil gesichert sind. Und ja, da gibt es abenteuerliche Methoden, wie man das machen kann. Da gibt es zum Beispiel einen mobilen Seilkran, auch fälschlicherweise als Gebirgsharvester bezeichnet, auch wenn der eigentlich streng genommen kein Harvester ist, aber das ist egal. Jedenfalls fährt der auf irgendeiner Vorstraße am Hang hin, baut da seinen Kran auf und lässt dann vom Kran kannst du dann ein Seil runter bis theoretisch bis ins Tal, je nachdem wie weit oben der Kran halt eben entsprechend steht, spannen und an diesem Seil entlang hölzer ins Tal, beziehungsweise aus Sicherheit. Sicherheitsgründen in der Regel nach oben ziehen. Und das Schöne ist, man kann sogar mit der Methode den Boden unglaublich gut schonen, weil das muss man nicht nur über den Boden schleifen, die Hölzer, den Hang hochschleifen, sondern man kann sie auch wirklich schwebend am entsprechenden Haken, am entsprechenden Stahlseil nach oben befördern und belastet damit quasi den ohnehin empfindlichen Hangboden, der ja gerne zu neigt, runterzukommen, dann überhaupt nicht. Also, ich will damit nur darauf hinaus, eine Bewirtschaftung von solchen Gebirgshängen in den Alpen ist durchaus möglich. Es ist halt nur eben entsprechend teuer und muss mit einer gewissen Sorgfalt und einem gewissen Know-how, oh Gott. Ich muss mal wirklich dringend mal wieder mehr Englisch quatschen, durchgeführt werden. Das ist auch der Grund, weshalb eben von Seiten der Forstbehörden und des Freistaats Bayern in diesem Fall eben durchaus relativ hohe Abschussvorgaben gemacht werden, was da eben an Wild runtergeschossen werden muss von so einem Hang, damit da halt eben sichergestellt ist, dass ohne Probleme die Naturverjüngung, also der natürliche Nachwuchs der Bäume, der aus deren Samen dann hochwächst,
auch wirklich schön durchkommen kann und eben ein dichter, den Boden festhaltender, allein durch die Wurzeln, Wald immer gesichert ist und da dann auch ein entsprechendes Waldklima herrscht, was auch wieder wichtig ist, weil der Boden im Freiland dann sehr schnell sehr stark austrocknen kann oder eben sehr stark aufquellen und dann auch wieder Abmarsch nach unten. Also auch das wieder ein sehr wichtiger Faktor. Aber ja, tatsächlich gibt es halt eben Leute, die sind der Meinung, es ist wichtiger, dass da ein paar mehr Gämse rumspringen, als dass der ganze Hang eben entsprechend erhalten bleibt. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo die Diskussion, die erbittert geführt wird in Fachkreisen, Wild vor Wald oder Wald vor Wild, am intensivsten geführt wird, wie man ja auch eben an diesem Rechtsstreit hier sehen kann. Und in dem Punkt möchte ich jetzt mal wirklich in Richtung pro dem Jäger, der nicht jagen will, gehen, weil es werden bei diesen Diskussionen gerne mal so ein paar Punkte außer Acht gelassen, wenn es darum geht zu ermitteln, wie hoch denn jetzt nun der Verbissdruck auf die Vegetation eigentlich wirklich ist. Das übliche Vorgehen ist nämlich so, dass man da eben ein sogenanntes Verbissgutachten eben entsprechend erstellt, das ganz oft nur auf dem sehr relativ einfach zu ermittelnden, aber halt eben nicht immer aussagekräftigen Verbissprozent beruht. Das funktioniert folgendermaßen: Da rennt ein Haufen entsprechend gut ausgebildeter Menschen durch die Gegend, schaut sich einen Haufen junge Bäume an und zählt die und notiert sich dann, wie viele dieser jungen Bäume entsprechend die oberste Knospe Knaps abgebissen haben, was schon eine gewisse Beeinträchtigung, auch eine große Beeinträchtigung des Wuchsvermögens des entsprechenden Baums darstellt. Wenn das oft genug passiert, geht der irgendwann wieder ein. Heißt, eine natürliche Verjüngung ist dann auch irgendwann nicht mehr möglich. Und jetzt kann man halt eben sagen, Verbissprozent liegt bei meinetwegen 50%, 60%, 70%, 80%, auch das gibt's. 90% hat man wohl teilweise auch schon gefunden. Dass das zu hoch ist, das ist irgendwie, glaube ich, auch für den Laien relativ logisch nachvollziehbar. Das Blöde ist jetzt nur, dass wir nur begrenzt Referenzwerte haben dazu, wie hoch so ein Verbissprozent eigentlich jetzt natürlicherweise sein sollte. Wie würde das denn in einem natürlichen Wald eigentlich aussehen? Das wäre mal ganz interessant. Und das nächste Problem ist, dass das nur insofern relevant ist, dieses Verbissprozent, dass man nicht immer sagen kann, ob das wirklich Auswirkungen auf die Stabilität des gesamten Waldes hat oder auf das Geld, was der entsprechende Wald wert ist. Weil jetzt gehen wir mal weg vom Hang. Da im Hang wollen wir ja möglichst überhaupt keinen Verbiss haben, aus Hangsicherungsgründen. Aber jetzt in einem stinknormalen Flachlandwald, das Schlimmste, was uns da passieren kann, ist halt, dass keine natürliche Verjüngung nachkommt. Das bedeutet, man muss die nächste Waldgeneration generell pflanzen und man muss die jeweiligen Pflanzen, die man gepflanzt hat, dann nochmal mit einer Drahthose zum Beispiel oder mit einer Gummihülle oder mit einer Plastikhülle oder einer Plastikdrahthose nochmal separat schützen. Funktionieren tut das dann auch bei wirklich sehr, 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 sehr hohen Wildbeständen. Man kriegt auf diesem Wege eben einen neuen Wald zustande. Das Problem sind allerdings die Kosten. Das ist einfach unendlich viel teurer als natürliche Verjüngung, die man quasi für 0 Euro bekommt, weil die ganz von alleine hochwächst, sofern die Wilddichten eben niedrig genug sind. Und das ist halt jetzt eben der springende Punkt, ist die Kostenfrage. Denn zwei Sachen stehen im Jagdgesetz drin. Erstens, dass die Wilddichte nur so hoch sein darf, dass ein Verjüngen des Waldes weiterhin möglich ist. Und das ist halt eben schon was, was man schon ein bisschen diskutieren kann, weil das halt eben doch nicht so 100%ig eindeutig eben ausformuliert ist in den entsprechenden Gesetzen. Man kann aber schon sagen, dass sich die Jagdverbände, die es da gibt, dahingehend, naja, von Einigkeit kann man bei denen eigentlich überhaupt nicht reden, aber es gibt zumindest insofern Einigkeit, dass beide akzeptieren, dass es schon irgendwie notwendig sein muss, dass mit der entsprechenden Wilddichte, die da gerade herrscht, es schon irgendwie möglich sein sollte, dass der Wald ungehindert wachsen kann. Aber jetzt ist die Frage halt eben, wie viel ungehindert ist denn nun ungehindert? Und
Deswegen, weil das halt eben so vorgeschrieben ist, dass das so sein muss, hat der Waldeigentümer gegenüber demjenigen, der da die Jagd ausübt, beziehungsweise das Jagdausübungsrecht besitzt, einen Anspruch auf Schadensersatz, wenn der nicht genug jagt. Das heißt, wenn der Abschussplan der behördlich vorgegeben ist, also die Experten halt eben in der Jagdbehörde sagen, du musst jetzt hier 30 Rehe im Jahr schießen, und der schießt nur 25, und dann resultiert daraus ein erhöhter Wildverbiss, der dann auch entsprechend per Gutachten wieder festgestellt werden muss, wahrscheinlich eben wieder über dieses Verbissprozent. Ja, und daraus resultiert dann halt eben, dass meinetwegen 10% der Bäume verbissen sind, und jetzt muss er da Schadensersatz für diese 10% der verbissenen Bäume, weil er halt eben die fehlenden 5 Rehe nicht geschossen hat, berappen. Und da ist es jetzt nun wirklich eben was erbittert diskutiert wird, ist ein geringer Wildverbiss bei 80% und 90%, da braucht man dann wirklich nicht mehr diskutieren, das geht natürlich nicht, aber ist ein geringer bis mittlerer Wildverbiss überhaupt schädlich? Denn wenn wir jetzt mit dem Verbissprozent arbeiten, müssen wir immer, wird nicht differenziert, welcher Teilbereich der Population an jungen Bäumen überhaupt verbissen ist. Beispielsweise, sagen wir mal, wir haben jetzt ein Verbissprozent von 20%, und unter diesen 20% verbissenen Bäumen befinden sich aber ganz größtenteils nur Bäume, die im Vorjahr auch schon mal verbissen worden sind. Dann kann man schon davon ausgehen, dass die jeweils eingehen, aber möglicherweise sind in der Zwischenzeit die Bäume, die im Vorjahr nicht verbissen worden sind, schon so sehr nach oben gewachsen, dass die Rehe jetzt in diesem Fall schon gar nicht mehr drankommen. Heißt, wir haben in dem Fall 80% gesunde Bäume und nur 20% der Gesamtzahl aller Bäume, die da sind, sind überhaupt vom Verbiss nur betroffen, werden zwar absterben, aber ist das jetzt nun ein Schaden für den Waldbesitzer, ein wirtschaftlicher? Und da kann man berechtigterweise sagen, nö. Weil wenn 80% von 10.000 jungen Bäumen pro Hektar, sagen wir uns einfach mal, dass die da gewesen wären, naturverjüngungstechnisch, weggebissen sind, dann ist das auf keinen Fall ein wirtschaftlicher Schaden, denn die Baumzahl wird bis ins hohe Alter ja immer weiter reduziert. Es werden ja immer mal wieder einzelne Bäume rausgenommen, um halt eben einzelne Individuen zu fördern. Im Endeffekt hat man dann nach 100 Jahren da vielleicht bloß noch 100 Bäume, ganz grob, vielleicht auch nur 80 oder auch nur 70, je nachdem, welche Baumart das ist und welches Waldbausystem man anwendet. Aber man hat auf jeden Fall erheblich weniger Bäume da dann stehen. Man braucht also niemals 10.000 Ausgangspflanzen für wirtschaftliche Belange. Natürlich ist das schön, wenn man 10.000 Ausgangspflanzen hat, weil man dann jede Menge Auswahl hat, sich da die optimale auszuwählen. Aber selbst wenn das nur noch 8.000 sind, weil halt eben die 2.000 etwas schwächlichen Pflanzen verbissen worden sind, dann ist das noch kein wirtschaftlicher Schaden. Teilweise wird aber von ja, Gerichten und dem entsprechenden Jäger dann auch verlangt, dass der dann schon Schadensersatz zahlen muss, weil hätte er die fehlenden 5 Rehe vielleicht jetzt noch geschossen, dann hätte es vielleicht die fehlenden 20% Wildverbiss dann da auch schon wieder nicht gegeben. Und man muss natürlich auch sagen, ein gewisses Maß an Wildverbiss ist halt eben einfach auch normal, weil irgendwas müssen die fressen. Und das entspricht durchaus der Biologie von einem Reh, dass es halt eben Terminalknospen von jungen Bäumen abknappt und die dann futtert. Die Frage ist jetzt nur, wie viel davon muss man halt eben nun akzeptieren, weil Rehe selbstverständlich auch zum Wald dazugehören und niemand die wirklich ausrotten will, auch wenn einige Rehjäger das natürlich dann auch wieder behaupten im Eifer des Gefechts, was ich natürlich auch irgendwo verstehen kann, da kochen schon die Emotionen hoch. Aber ja, wie viel ist denn jetzt nun die eben natürliche Menge an Wildverbiss, die einfach akzeptiert werden muss, und ab welchem Punkt ist denn so ein Jäger dann schadensersatzpflichtig? Und das kann man halt eben wirklich sehr, sehr, sehr gut ausdiskutieren und kommt trotzdem zu keinem Ergebnis. Das ist schon ein Argument, was nicht von der Hand zu weisen ist. Das könnte unter gewissen Umständen sehr wohl funktionieren. Also das wäre jetzt mal ein potenzielles Argument, was der geneigte Jäger verwenden könnte, wenn ihm der böse Förster kommt und sagt, du musst Schadensersatz zahlen, weil hier da zu viel in deinem Wald an den Bäumchen rumgeknabbert worden ist. Es kommt also eben beim Verbissprozent immer darauf an, welches Teilkollektiv der Gesamtbäume ist denn nun das Verbissene.
Interessant wird es allerdings dann, wenn wir es mit einem Mischwald zu tun haben, in dem zum Beispiel 80% Fichte und 20% Buche drin steht. Da ist es jetzt natürlich so, dass da ein Verbissprozent von 20% schon verheerende Auswirkungen haben kann, weil Fichte wird halt eben in der Regel nicht verbissen oder nur dann, wenn nichts anderes mehr da ist. Also können wir dann davon ausgehen, dass sich unsere 20% Verbiss auf die Buche konzentrieren. Und wenn das dann so intensiv wird, dass sich der Verbiss auf eine Baumart konzentriert, dass diese eine Baumart völlig ausfällt und der Förster da nichts mehr gegen tun kann, beziehungsweise der jeweilige Waldbesitzer, dann ist das natürlich schon ein erheblicher Schaden, weil man wollte ja eben meinetwegen die 20% Buche jetzt da drin haben, um ja, das Wachstum der Fichte noch zu fördern. Da gibt es aktuelle waldwachstumskundliche Untersuchungen, die eben besagen, dass wenn man ein bisschen Laubholz im Nadelholz hat, das Nadelholz schneller wächst durch den zusätzlichen Konkurrenzdruck. Das ist sogar erheblich, dieser Wachstumsvorteil, und kann zum Teil sogar bei 20, bis zu 20% schnellerem Wachstum liegen. Und wenn man das jetzt zum Beispiel als Basis heranzieht, dann ist das schon ein gewisser Schaden. Aber wenn man das noch nicht akzeptiert, und das ist eben juristisch sehr wohl fragwürdig, ob das schon so weit akzeptiert werden muss, dass man jetzt sagen kann, dem entsprechenden Waldbesitzer ist ein Schaden dadurch entstanden, dass sein Laubholz rausgefuttert worden ist, weil letztendlich Geld verdienen tut er ja wirklich nur mit der Fichte. Die Buche ist nur dafür da, dass die Fichte quasi schneller wächst im Konzept, was der entsprechende Waldbesitzer möglicherweise im Kopf haben mag. Und die Buche ist vielleicht auch noch dafür da, um den Boden zu verbessern, mehr Biodiversität ins Ökosystem zu bringen. Aber all das hat jetzt erstmal keinen offensichtlichen finanziellen Nutzen. Heißt, juristisch und rechtlich ist ein Schaden an Biodiversität nicht einklagbar in Geld, weil Biodiversität nichts ist, was in Geld gemessen werden kann, derzeit. Das ist auch was, wo viel dran geforscht wird und dran gearbeitet wird, dass das was ist, was man bei Gelegenheit ändern kann. Aber sollte ein geneigter Jäger eben entsprechend zu Schadensersatz, weil zu wenig Viecher totgeschossen, verklagt werden und der Schaden besteht darin, dass eine bestimmte Baumart ausgefallen ist, aber eigentlich die reine Holz, das im Wald wächst, Leistung objektiv nicht beeinflusst worden ist, da würde es sich zum Beispiel lohnen, gegen sowas durchaus mal vor Gericht zu ziehen, weil juristisch gesehen ist man halt eben nur für finanzielle Schäden haftbar, nicht für irgendwelche Biodiversitätsschäden und Ähnlichem. Also vielleicht, wenn an diesem Punkt jetzt noch der ein oder andere Jäger zuschaut, war das möglicherweise eine Information, mit der ihr vielleicht was anfangen könnt, weil ihr das noch nicht sowieso schon wusstet. Ja. Es ist also wirklich eine Sache, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, bevor man immer schreit, der böse Jäger ist schuld, der böse Jäger muss jetzt Schadensersatz zahlen. Welchen Wert hat so ein Auerhahn? Das ist nämlich jetzt auch wieder ganz interessant, weil finanziell wieder mal überhaupt keinen. Also so gesehen rein von der Überlegung her, woraus der Schadensersatz, den dieser Jäger möglicherweise jetzt leisten muss, weil er eben zu wenig Viecher totgeschossen hat, resultiert, da kann man sich halt jetzt eben irgendwo so ein bisschen streiten. Weil wenn man sagt, die zusätzlichen Flächen, die für den Auerhahn potenziell geeignet sind, haben einen monetären Wert, dann könnte man theoretisch sogar sagen, man kann damit ja jetzt den Wert des Holzes, was man verloren hat, dadurch, dass da weniger gewachsen ist, als potenziell möglich gewesen wäre, irgendwo gegenrechnen. Also das wäre schon was, was man da in Erwägung ziehen könnte. Und deswegen finde ich eben diesen Prozess schon ein wenig spannend. Und wenn der entsprechende Richter da so richtig Ahnung hat und es dem Jäger da gelingt, einen entsprechenden Experten auf seine Seite zu ziehen, der auch so ein bisschen in seine Richtung denkt, da gibt es entsprechende Leute. Wer weiß, ob da nicht vielleicht unter Umständen sogar noch ein kleines Unentschieden bei rauskommen könnte bei besagtem Prozess. Also, ich habe jetzt noch nicht recherchiert, was das Ende denn des Ganzen jetzt gewesen ist. Vielleicht findet das auch einer von euch. Ich werde selber auch noch mal nachgucken. Wenn ich es noch finde, bevor ich dieses Video hochlade, schreibe ich es noch irgendwo dazu. Es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr spannende Sache und es ist auf jeden Fall auch wieder was, was kontrovers diskutiert werden kann und wo viel mehr dahinter steckt, als man jetzt vom ersten Artikel her im ersten Moment erstmal vermuten würde. Jo.
Gut, das soll es dann auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt mir da soweit folgen können. Das ist halt hier so ein bisschen spontane Interpretation und so ein paar Gedanken dazu gewesen. Kann man sicherlich noch ein bisschen strukturierter und noch detaillierter aufdröseln und noch einzelne Sachen ein bisschen mehr hervorheben. Aber das ist, glaube ich, für den Laien auch gar nicht so unbedingt erforderlich. Ja, ich hoffe, ihr könnt da jetzt halt was mit anfangen und ich lade das jetzt so hoch. Macht's gut.